Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder die letzten zwei gelesenen Bücher für euch und ich bin schon seit ungefähr 2 Wochen fertig mit diesen Büchern, aber ich hatte einfach mal keine Zeit zum Drehen. Ich habe gearbeitet und Freund und Haushalt und alles drum und dran und ja, so ist das dann immer, ne? Und dann hat man an manchen Tagen auch einfach mal keine Lust und dann, naja, dann ist das halt so, dann dreht man nicht. Deswegen heute mal noch die letzten zwei gelesenen Bücher für euch und nächste Woche bekommt ihr dann nochmal die letzten zwei gelesenen Bücher, dass ich da einfach mal wieder up to date bin. Heute geht es um diese beiden Schätzchen hier und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Fighting to be Free, nie so geliebt von Kirsty Mosley. Das ist der erste Teil. Ich weiß nicht, wie viele Teile es zu dieser Geschichte geben wird. Ich hoffe mal nur 2, weil ich finde bei Liebesgeschichten alles, was so über 2 Teile mit einem Pärchen hinausgeht, ist schon sehr, sehr anstrengend zu lesen. Deswegen hoffe ich, dass dann mit dem 2. Teil im November die Geschichte auch abgeschlossen ist. In diesem Buch geht es um Jamie kommt gerade frisch aus dem Gefängnis und möchte ein komplett neues Leben anfangen. Er hat sich da schon so seine Vorstellung gemacht, er möchte gern einfach einen Job finden, er möchte gern eine kleine Wohnung haben, er möchte einfach ein ganz normales Leben haben, ohne Sorgen und seine Vergangenheit komplett hinter sich lassen. Aber es wäre ja alles viel zu schön, um wahr zu sein, wenn das natürlich so gehen würde, denn schon an dem Tag, als er aus dem Gefängnis entlassen wird, ruft ihn sein alter Boss zu sich. Und er bietet ihm wieder einen Job an und er soll wieder in illegale Geschäfte einsteigen, doch Jamie lehnt das Ganze konsequent ab und möchte es erstmal auf den ehrlichen Weg versuchen. Und als Jamie dann Ellie kennenlernt, scheint sein Glück perfekt. Ellie ist alles, was er sich jemals erträumt hat. Sie ist wunderschön, sie ist liebenswert, sie ist klug und ja, sie ist einfach das liebe, nette Mädchen von nebenan und zwischen den beiden fliegen nur so die Funken. Das Glück scheint wirklich auf seiner Seite zu sein, bis eines Tages etwas passiert und Jamie sich wieder seiner Vergangenheit zuwenden muss. Das ist so das Grobe, worum es in Fighting to be Free geht und ich muss sagen, die Geschichte war einfach wunderschön. Ich habe erst gedacht, boah, dieses Buch ist echt 600 Seiten dick, mein Gott. Das ist ein dickes Buch und als ich dann am Ende rausstellte, dass das nur der erste Teil ist, dachte ich so, oh mein Gott, nein, dieses Buch hätte nochmal 600 Seiten von mir aus jetzt haben können, weil die Geschichte einfach so unglaublich gut war. Ich muss sagen, ich habe so die ersten 40, 50 Seiten gebraucht, ehe ich in der Geschichte wirklich drin war, ehe das Ganze so auf mich gewirkt hat, aber dann hat man Jamie schon kennengelernt und man hat gemerkt, was für ein liebenswerter Charakter Jamie einfach ist. Und als man dann im Laufe der Geschichte die Hintergründe erfahren hat, hinter seiner Geschichte und warum er im Gefängnis war und was er alles aufgegeben hat in seiner Vergangenheit, das war einfach so herzzerreißend und das hat mein Herz berührt und ich habe einfach nur Mitgefühl für diesen Menschen empfunden und ich hab einfach nur gedacht, mein Gott, diesem Jungen muss jetzt einfach endlich mal Glück widerfahren und das in Form von Ellie dann, wo das dann passiert ist, das war wunderschön zu lesen, denn auch Ellie ist ein ganz, ganz liebenswerter Charakter und die beiden sind einfach ein so unglaublich süßes Pärchen und die Autorin hat das auch alles wundervoll geschrieben, also man hat in dem Buch wirklich mit den Charakteren mitgefiebert, die Hochs und Runters, die es in dieser Geschichte gab, man war wirklich komplett bei den Charakteren, man hat sich nur gedacht so, oh mein Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht und dann war ich an einem Punkt so, vielleicht so 80, 100 Seiten vom Ende und ich dachte, oh, jetzt ist gerade alles schön, ne? Also jetzt könnte die Geschichte ja rein theoretisch zu Ende sein. Dann dachte ich, du hast noch 100 Seiten, verdammt. Und dann kam natürlich der große Hammer und dann kam die Keule und dann dieses verdammte Ende. Ich habe mir nur gedacht, das ist jetzt hier nicht der Ernst. Dieses Ende kann nicht sein. Also ich werde den 2. Teil definitiv lesen, denn dieses Buch war einfach nur der Wahnsinn. Wie gesagt, die Handlung war wirklich, wirklich gut. Die Handlung hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, auch wenn sie von der Struktur her so einem typischen Liebesroman entspricht. Ne? Also Junge und Mädchen verlieben sich, müssen Höhen und Tiefen überwinden, irgendwas Schlimmes passiert. Es ist ja immer so das Grundkonstrukt einer Geschichte und auch das war natürlich hier wieder gegeben. Aber ich finde die ganze Art und Weise, wie Kirsty Mosley das erzählt hat, war einfach richtig toll geschrieben. Ich, wie gesagt, mochte die Charaktere. Ich war die ganze Zeit bei den Charakteren. Ich fand auch die Nebencharaktere in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut. Was jetzt von dem Boss von Jamie anfing, über die Familie von Ellie und dann noch ein paar andere Charaktere. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und da hat die Autorin mich definitiv auch abgeholt. Und dafür, dass es das erste Buch der Autorin ist, was veröffentlicht wurde, also es ist ihr Debütroman, war das einfach eine unglaublich gute Geschichte. Daumen hoch für Fighting to be Free. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Liebesromane mögt mit ein bisschen Erotik, dann solltet ihr euch dieses Buch definitiv anschauen. Von mir kriegt das Ganze hier 20 Millionen Sterne, wenn es die geben würde. Und ja, ich fand einfach dieses Buch so unglaublich gut. Es waren wahnsinnig tolle Charaktere. Und ja, I love it, I love it, I love it. Und lest es. Es ist wirklich, wirklich gut.
Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Karma Girl von Jennifer Estep. Das ist der erste Teil der Big Time-Reihe. Wie dieses Cover schon vermuten lässt, geht es in diesem Buch um Superhelden. Und zwar speziell geht es in diesem Buch um Carmen. Und Carmen erfährt am Tag ihrer Hochzeit, dass ihr Verlobter der Superheld der Stadt ist. Und als ob das nicht schon schockierend genug wäre, erfährt sie das, während er gerade mit ihrer besten Freundin und seiner Erzfeindin zugange ist. Das heißt, Carmen gerät in eine Situation, wo sie ihren Mann nicht nur mit ihrer besten Freundin in Flagranti erwischt, sondern erfährt halt auch noch als Journalistin, dass ihr Mann der Superheld der Stadt ist und ihre beste Freundin die Erzschurkin. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr viel zu verarbeiten und Carmen kommt damit überhaupt nicht klar. Und da Carmen nun mal Journalistin durch und durch ist, tut sie das Einzige, was sie in dieser Situation tun könnte. Sie geht auf Arbeit und schreibt einen Artikel darüber. Und getrieben von ihrem Hass und ihre Wut und ihre Trauer auch, denn Hochzeit ist natürlich nicht mehr, tut sie in den nächsten Jahren alles, um alle möglichen Superhelden von jeder Stadt zu demaskieren. Denn in der Welt, in der das Ganze spielt, ist es so, dass jede größere Stadt ihren eigenen Superhelden und natürlich auch die eigenen Erzschurken hat. Und ja, Carmen verbringt dann die nächsten 3 Jahre damit, Superhelden zu demaskieren, Erzschurken zu demaskieren, dass niemand je wieder in so eine Situation gerät wie sie. Das geht dann so lange gut, bis Carmen nach Big Time kommt. In Big Time soll sie die Fearless Five demaskieren und hat damit natürlich ganz schöne Schwierigkeiten. Und als sie ihrem Ziel scheinbar zum Greifen nahe ist, passiert etwas und Carmens Leben ändert sich von Grund auf. Und ja, was dann alles noch mit Carmen passiert und ob sie es schafft, die Fearless Five zu demaskieren und was das Ganze noch mit den Erzschurken auf sich hat. Und das ist es, worum es im ersten Teil Karma Girl geht. Ich muss sagen, ich mag ja Jennifer Estep Bücher wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag nur diese ganzen Wiederholungen nicht, die ab Band 2 meistens folgen. Und ja, das ist ja jetzt nun der erste Teil einer Reihe gewesen, deswegen gab es hier jetzt keine Wiederholungen. Und es kommt ein Flugzeug. So, wo war ich jetzt? Flugzeug ist weg. Ja, also es gab hier keine Wiederholungen, da es halt wie gesagt der erste Teil war. Und ich muss sagen, dass ich das Buch wieder wirklich, wirklich toll fand. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung von dem Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand einfach diese ganze Superhelden-Thematik zum einen schon richtig cool und dann auch wie der ganze Aufbau der Geschichte gewesen ist, fand ich ganz, ganz toll. Ich fand Carmen als Protagonistin in diesem Buch wirklich, wirklich interessant und auch zum Ende hin, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, hat mir ultra gut gefallen. Ich fand die Plot-Twists in der Geschichte toll. Ich fand die Turns und die Geschwindigkeit in der Geschichte toll. Also ich mochte von der Handlung her die Geschichte wirklich, wirklich sehr. Bin da ein wirklicher Fan von Jennifer Estep, denn die Autorin hat wirklich das Talent, Welten zu erschaffen, sodass ich mir das auch wirklich gut vorstellen kann. Ich meine, es ist Urban Fantasy, kein High Fantasy, aber sie erschafft ja trotzdem ihre eigene Welt mit eigenen Städten und ja, fand ich wirklich gut. Also vom Setting her kann ich auch nicht meckern. Diese Urban Fantasy Welt, die sie hier erschaffen hat, war wirklich toll. Ich konnte mir die Stadt gut vorstellen, ich konnte mir die Beschreibungen gut vorstellen, konnte mir die Szenarien, wo die Charaktere interagiert haben, konnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen und ja, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Von den Charakteren her mochte ich Carmen auch total. Carmen ist ein sehr bissiger Charakter, also sie ist jetzt nicht ein Charakter, der still und heimlich ist, sondern sie hat Biss und sie hat Feuer und das zeigt sie auch. Und sie ist auch auf jeden Fall eine clevere Frau und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich sag schon wieder die ganze Zeit, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber es war halt nun mal so. Also kam vom Charakter her, war wirklich super. Auch in der Ausarbeitung, was die Nebencharaktere betrifft, war alles super. Also kann ich auch nicht meckern. Zum Schreibstil von Jennifer Estep brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ich mochte ihn bei Mythos, ich mochte ihn in der Elemental Assassin-Reihe, ich mochte ihn bei Black Blade. Und ja, auch in Karma Girl hat er mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich finde, man merkt immer den Unterschied zwischen den Jugendbüchern bei ihr und den Büchern für, sag ich mal, junge Erwachsene, ne? Weil Karma Girl ist jetzt kein richtiges Jugendbuch. Es sind auch ein paar erotische Szenen wieder mit in der Geschichte drin. Deswegen ich jetzt halt nicht sagen würde, dass das ein Jugendbuch ist, sondern eher so ein Buch so ab für junge Erwachsene, so ab 15, 16. Und ja, aber vom Schreibstil her mag ich es sehr, denn sie hat eine sehr direkte Art zu schreiben und Geschichten zu erzählen. Und sie bringt halt Sachen auch wirklich sehr, sehr schnell auf den Punkt. Und das fand ich auch bei Karma Girl wieder ganz, ganz toll. Und das mochte ich total und ja, toller Schreibstil. Mein Fazit zu Karma Girl ist, dass das ein wirklich toller Auftakt für ihre neue Reihe war. Es ist eine tolle Handlung mit tollen Charakteren, einem tollen Setting. Der Schreibstil hat mir wieder richtig gut gefallen und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wenn der im Oktober erscheint. September? Oktober? Ich glaube Oktober. Der heißt Hot Mama. Ich habe irgendwann immer Big Mama gesagt in meinem letzten Vlog, aber das Buch heißt Hot Mama. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich, das Ganze dann auch schon mitzulesen. Und ich kann euch aber Karma Girl als ersten Teil der Big Time Reihe wirklich nur empfehlen. Ich mochte es sehr und wer solche Bücher
Bücher gerne liest, sollte sich Karma Girl auf jeden Fall mal anschauen. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Falls ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.